Ein epischer Kampf. Hast mir glatt die Show gestohlen! Wir verscheuchen den Gigatrix und werden wohl mit dem süßesten Ding aller Zeiten belohnt. Chocobo-Babys! Oh mein Gott! Passt auf! Komm her! Der kann fliegen! Was jetzt? Oh mein Gott, der kann fliegen! Oh mein Gott! Lass das! Der ist so süß! Er scheint dich zu mögen! Barret, das ist unfair! Na komm schon. Was soll's? Kommt er halt mit. Wie geil. Guck mal. Sein Kopf. Er hat die gleiche Frisur wie Clara. Ja, das habe ich auch gerade schon gedacht. Hat er. Ich weiß was. Wir nennen ihn... Cloudy. Kikeri Cloud. Kikeri Cloud, okay. Ich hätte ihn jetzt Cloudy genannt. Hey, wie wäre es, wenn wir damit zurück nach unten fahren? Was ist das? Eine Lore? Wackelt bestimmt etwas, okay. Aber ist schneller. Damals sind Tain und ich. Vergesst es. Lassen wir lieber die Brücke runter. Okay. Habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie weit wir sind in Final Fantasy? Habt ihr das gespielt? Ich glaube, da fehlt noch eine Menge, ne? Noch ein paar Gebiete zu erforschen. Jetzt sind wir gerade durch die Kornmine. Und suchen ja immer noch Sephiroth. Okay, wir schauen mal nach. Was gibt's hier Schönes? So, Yuffie, dann lass mal ausruhen. Hat er irgendwelche Fähigkeiten, unser neuer Chocobo? Ist das jetzt einfach nur so ein Maskottchen oder kann der was? So. Wir erforschen hier mal die Gegend. Belohnungen müssen ja hier noch... Was mit den anderen beiden und wo? Und hiermit können wir die Brücke bedienen? Tja, welcher Knopf? Lass mich mal. Hm. Was ich mich gerade frage, das kann ja kein Chocobo-Nest sein, oder? Was ist denn das für ein kleines Nest? Da muss ja irgendwie auch ein Elterntier reinpassen. Oder ist das eine spezielle Sorte? Ah. Hat geklappt. Ja, dann. So, das war's. Sagen wir den anderen Bescheid. Okay. Unsere leichteste Übung. Mit Hacker Yuffie ist es alles kein Problem. Geht schon besser. Wir schnappen uns eine Luft. Wir schnappen uns eine Lore und fahren nach unten. Ihr folgt am besten einfach den Gleisen. Unterwegs gibt es eine Hängebrücke. Da können wir uns treffen. Okay. Okay. Und stellt auf dem Weg doch unsere Route ein. Aber nichts zu Heftiges, sonst kotzt mich ein gewisser jemand hier noch voll. Hast du gehört, Cloud? Ich hätte ja nichts gegen Action, aber was will man machen? Oh. Okay. Also sind wir immer noch... den Kutten auf der Spur. Ist das wieder so eine Eule, die einen Lebensbrunnen anzeigt? Oder ist das ein Gegner? Nee, das ist ein Gegner. Sternfriede. Ein Nadelkuss. Okay. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Das war's dann. Na dann. Bis so darf's weitergehen. So, nicht wirklich ein
ernstzunehmender Gegner? Okay, es wird heftiger. Jetzt kommen schon zwei von den Viechern. Weil das irgendwie andere sind, oder? Die sehen dicker aus. Hä? Krass. Nadelspucker. Das hört sich schon nicht mehr ganz so. Ein Ungeheuer, das äußerlich einem Fisch ähnelt und an Gebirgsregionen angepasst hat. Eine mutierte Form der ursprünglichen Blugu, die sich nach dem Kontakt mit Baumaterialien des Makroreaktors verändert haben. Sie ernährt sich von Insekten, die sie einsaugt. Also wirksam Eis und eine Schatztruhe. Ja. Nutze die elementaren Schwächen. Das machen wir doch gerne. Okay. Es ist aus. Weiter geht's. Wir gehen schon weiter, obwohl die Gegner auch noch nicht mal down sind. Stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Okay. Oh, das hat jetzt aber wirklich was von so einer Holzachterbahn. Oh. Und wow. Krass. Was für ein riesiges Bauwerk. Das kommt einem so schon fast so, nicht nur fast, total unsinnig vor. Ich glaube, damit kann man die Weichen stellen. Warum sollte man das so krass bauen? Warum Weichen unbedingt an der Stelle im Wasser? Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Ob Barrett und die anderen da heil rüberkommen? Keine Angst, die sind noch stabil genug. Woher weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Okay. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen Fußpolstern. Das haben sie immer noch nicht geklärt, ob es ein Hund oder eine Katze ist. Einfach ein Haustier. Sag mal, Red. Nein. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Noch ein paar Tierchen? Musst du auch nicht. Nur einmal. Kein Problem. Nein. Oh, bitte. Komm, lass dich schon streicheln. Ich will dich auch streicheln. Interessiert mich. Und wir haben eine Truhe gefunden. Und was, wenn ich dir in unserer nächsten Unterkunft eine Massage gebe? Okay. Ich glaube, der möchte nicht angefasst werden. So eine Massage von Aerith? Also bitte? So. Wir schnappen uns den Alexander. Und? Hä? Was machen die beiden da oben? Da war gerade Reds Schwanz. Mhm. Lass mal das mal. So. Wir gehen hier weiter. Sind die nächsten Gegner? Ein Bomber. Tickt der runter? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht übertreiben. Ich bin los. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist er sehr sauer. Genau her. Ich glaube, der wird immer kleiner. Nee, er wird immer größer, oder? Wird er immer größer? Ich kann mir vorstellen, dass er nur eine bestimmte Zeit hat. Sehen wir ja gleich, ob er größer oder kleiner wird. Attacke! Jetzt oder nie. Vielleicht sehen wir es auch nicht. Er ist jetzt schon im Schock. Gib alle! Lass mich mal! Attacke! Keine Entfalt! Es ist noch nicht vorbei. Okay, aber jetzt. Und tschüss. Ich glaube, die könnte. Yuffie könnte die zerschießen, ne? Vielleicht müssen wir das auch noch machen, wenn die hier dann lang. Rollen. Weil wir laufen ja und die werden vermutlich hier lang. Das muss der Treffpunkt sein.
Lasst uns Yuffie und den anderen Bescheid geben. Okay. Okay, ich habe so schlechte Erfahrungen mit Hängebrücken gemacht. Das geht doch wieder in die Hose. Aber vorher rufen wir nochmal an. Hey Cloud, wie sieht die Strecke aus? Hab getan, was ich konnte. Wirklich? Wird auch nichts wackeln? Nein, natürlich nicht. Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Wir haben alle Viecher beseitigt. Gut, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Und ich bin gespannt, was das jetzt gibt. Mal gucken, ob sie hier so eine Show machen, à la Indiana Jones. Das wird gut. Ich kann das. Okay. Das wird ein Klacks. Ist auch irgendwie fies, oder? Einen nehmen wir mit, zwei lassen wir da. Vor allem, gibt es hier noch irgendwelche Altvögel, die sich um die kümmern? Sind die vielleicht gestorben? Sind die verwahrlost? Du willst wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Okay, geht gut los. So, zerstöre mit Hilfe von Barretts Gewehrarm und Yuffies Wurfstern die Shinra-Frachtkissen, damit Yuffie von ihrer Übelkeit abgelenkt wird. Je mehr du erwischst, desto mehr Punkte erhältst du. Oh, ein Minigame. Wie geil. Ein Minigame. Okay, also es zählt schon mal. Waren da schon welche rechts? Ah, okay. Ach, Mist. Ach, okay, ich verstehe. Ah, das müssen wir wahrscheinlich echt noch ein paar Mal machen. Okay. Das Ding fährt auch bergauf. Interessant. Es ist ja irgendwie so voll Multitasking. Okay, da ist ja auch noch eine Menge offen. Potenzial nach oben. Luft nach oben, Potenzial vorhanden, vielleicht so rum. Aber dass das alles so blass wirkt, geht das euch auch so? So als wäre, hier ist einfach viel zu hell. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind eher in der Wüste. Jetzt ist Schluss! Okay, da war nichts. Und irgendwas. Ah, okay, andere Seite. Okay. Mann, ich finde es ein bisschen schade, dass hier keine Punkte hochzählen. Okay, den haben wir völlig verpasst. Ah. Nimm das! Okay. Irgendwie viel ballern, aber kommt immer nichts an. Komisch. Wir haben gefühlt sehr viele Querschläger. Irgendwie. Ich glaube, unsere Trefferquote kann nicht so gut sein. Jetzt ist Schluss! Also von Yuffie schon. Ne? Ich glaube, hat die überhaupt noch verfehlt? Oh, das ist auch blöd. Das ist gar nicht so einfach. Mann, ärgert mich voll. Hm? Oh, kann sein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Davon war keine Rede! Cloud, ich hasse dich! Okay, nee, ist gewollt. Boah, ganz kurz gedacht, dass wir irgendwie auf eine Weiche hätten schießen müssen oder so, was ich einfach völlig verstehe. Wobei, meistens sagen die das ja sehr deutlich, aber trotzdem. So, wir sind da. Ich hatte Spaß. Cloud hat ganze Arbeit geleistet. Ihr habt also überlebt.
Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Wie süß! Ich sehe keinen Unterschied. Folgt uns, seit wir ihn gerettet haben. Kikrik laut. Sag mal, das hier kenne ich. Die Zwillinge nicht. Er heißt Kikrik laut. Sehr erfreut. Nicht lustig. Oh. Oh nein. Oh, hä? Was? Was ist das? Was ist für ein Vogel? Schade. Weg ist er. Er gehört zu seiner Familie. Dodos? Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud! War das gar kein Chocobo? Der Schnabel war schon ein bisschen anders, ne? Das war irgendein anderer Vogel. Ich dachte, das sind so kleine Mini-Chocobos. War gar Was nicht. Ist? Jetzt, wo ich die Mama sehe, ist eindeutig. Aber bei der Farbe denkt man automatisch an Chocobo. Oh. Bin ja mal gespannt, was das jetzt gibt. Kann's kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tu ich auch. Mal gucken, ob diese Hängebrücke etwas bessere Qualität hat wie die letzte. Also es weckt schon so eine Urangst, oder? Geht ihr gerne über Hängebrücken? Es passiert ja doch immer wieder mal was. Huh. North Coral. Oh. Oh mein Gott, wie sind die denn drauf? Wen haben wir denn da? Welche Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt, ist ganz schön mutig von dir. Bitte schön. Der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Kommt. Sieht auch cool aus so. Nach so einem Tag in der Wüste tut so ein bisschen Abkühlung gut. An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Die sehen alle so fertig aus, so abgemagert. Was geht hier ab? Und jetzt? Barrel? Wo sind die Jungs? Möchtest du uns was erzählen?